Jo Leute, was geht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Fokusklang-Kanal. Zusammen mit unserem Partner Funny Frisch wollen wir euch ja fit machen für FIFA 21. Dazu kam in den letzten Tagen schon das ein oder andere Tutorial hier auf diesem Kanal online oder auch bei Mo auf dem Kanal. Checkt die auf jeden Fall gerne ab, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Heute bin ich an der Reihe und wir werden uns heute mal so ein bisschen die Defensive anschauen, was ich euch da vielleicht für Tipps und Tricks mit auf den Weg geben kann. Zunächst einmal sollte man wissen, dass es zwei verschiedene Arten gibt, in FIFA 21 zu verteidigen. Einmal ist es so ein bisschen das Bunkern, was viele vielleicht kennen, wo sich viele darüber beschweren, was auf jeden Fall trotzdem sehr effektiv ist. Aber dieses Jahr kann man auch wirklich vorne angreifen und pressen und ich möchte euch einfach beide Möglichkeiten heute mal so ein bisschen vorstellen und vielleicht auch zeigen, was man dafür machen muss. Fangen wir erstmal an mit der etwas kompakteren Defensive. Was heißt etwas? Es ist schon wirklich sehr kompakt. Man versucht da wirklich alle Spieler hinter dem Ball zu bekommen und eine Formation, die ich dazu empfehlen kann, ist natürlich die 4-2-3-1. Man kennt sie jetzt schon seit mehreren FIFA-Jahren. Wichtig hierbei ist nämlich einfach, dass man das Zentrum so dicht wie möglich macht und dazu bräuchte man im Idealfall halt ebenfalls zwei Sechser dazu. Gerade dann mit den Anweisungen kann man das auch wirklich sehr gut verdeutlichen. Hier, man kann die beiden Sechser zum Beispiel auf hinten bleiben einstellen, das sieht man hier bei den Anweisungen. Man kann seine offensiven Spieler hier zum Beispiel auf defensive Verstärken einstellen, was ich dann natürlich machen würde. Wenn wir hier eine kompakte Defensive haben wollen, das geht bis zum Stürmer nach vorne, kann man hier bei den Anweisungen einfach jeden nach hinten schicken, auch die Außenverteidiger auf hinten bleiben. Und so kriegt man es hin, dass dann wirklich im Spiel 11 Spieler hinter dem Ball sind und das wollen wir letztendlich schaffen, dass wir eine kompakte Defensive haben und kein Gegenspieler durchkommt. Wie das Ganze in-game aussieht, das werde ich euch jetzt anhand von 2-3 Szenen mal zeigen. Ich habe hier nämlich ein, zwei Szenen rausgesucht aus dem Turnier von mir gestern, aus dem Stream. Deswegen sieht man hier auch noch ein bisschen das Overlay. Da gehen wir einfach mal drauf ein, wie das Ganze verlief. Es waren auch sehr starke Gegner. Kennt man jetzt, glaube ich, vom Namen nicht, aber auch mit einem R9 im Sturm, also auch keine schlechten Teams. Und wir sehen hier, der Ball Besitz ist beim Gegner in meiner Hälfte auf Außen und wir gucken mal, wie sich das Ganze einfach entwickelt. Man kann jetzt hier ganz gut erkennen, dass der Großteil meiner Spieler komplett hinter dem Ball ist, bis auf Ronaldo. Befindet sich zumindest jeder auf der Höhe des Balles. Neymar, der noch so ein bisschen als Zehner noch ein bisschen die Verbindung zur Spitze hält, aber wir stehen auf jeden Fall schon mal sehr kompakt. Und jetzt ist es eben halt wichtig, dass wir genau diese mittleren Räume zubekommen. Das heißt, wir wählen jetzt hier in diesem Moment Neymar an, weil gerade unser ZM Hüllet, in dem Fall kann man sehen, auf Außen ausgewichen ist. Müssen wir jetzt also mit unserem Zehner auch den Schritt zurück machen, um wirklich diese Kompaktheit beizubehalten, um wirklich die Mitte zuzumachen vor unserem 16er, weil das ist letztendlich der Bereich, wo der Gegner oftmals halt hin möchte. Logischerweise, wenn er ein Tor schießen möchte, will er seinen Stürmer oder seinen Zehner anspielen oder seine Doppelspitze, je nachdem, welche Formation er spielt. Deswegen müssen wir das natürlich zustellen und das machen wir hier in dem Fall mit Neymar. Konnten dann zumindest erstmal den Pass nach vorne verhindern. Der Gegner bricht nochmal ab, geht nochmal hinten rum. Jetzt müssen wir das Ganze mit Vieira natürlich hier an der Stelle machen, versuchen da auch nochmal den Bereich zuzustellen. Jetzt kann man hier noch ja erkennen, wie ich die Abseitsfalle mache. Auch das kann ein sehr gutes Mittel sein, um einfach auch nochmal alles zu verdichten. Man sieht, die Viererkette rückt raus und ja, der Gegner weiß jetzt gar nicht so wirklich, was er mit dem Ball da wirklich anfangen soll. Er kann weder die beiden Stürmer anspielen, noch den Sanchez, weil der Raum einfach viel zu eng ist, um da jetzt irgendwie einen Pass reinzuspielen. Macht es allerdings gut, kann sich hier gut befreien. Hatte kurz im Moment sogar hier zum Stürmer zu spielen, der Gegner. Wir stellen das dann wieder direkt zu, dem Passweg hier mit Vieira. Und unser Ziel ist es halt jetzt so ein bisschen, ja, den Gegner immer weiter nach außen treiben zu lassen. Das machen wir hier dann auch mit Varane und Semedo zusammen, um dann letztendlich hier auf den Außen dann, ja, den Ball zu erobern. Die Mitte haben wir quasi dicht gehalten. Der Gegner hatte am Ende nur noch die Möglichkeit, nach außen wegzugehen. Und dann, ja, schlagen wir zu und erobern den Ball. Um das Ganze nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, zeige ich euch hier nochmal eine weitere Szene. Dieses Mal direkt vom Aufbau hier vom Gegner. Er hat hier einen Freistoß in der eigenen Hälfte und führt das Ganze kurz aus. Wir sehen, noch standen wir mit jedem Spieler hinter dem Ball. Er macht es allerdings gut, chippt den Ball über meinen ersten Spieler drüber, schafft sich somit Raum. Jetzt in diesem Moment sieht man, dass der Neymar geschickt wurde vom Spieler. Das sieht man immer daran, wie der gegnerische Spieler dann die Hand nach vorne streckt. Das ist meistens ein Signal dafür, dass der ja den Sprint loslegt und jetzt versucht, in die Tiefe durchzustarten. Ich in dem Fall habe jetzt hier den Verteidiger Gomez, den Innenverteidiger, angewählt, um diesen Passweg direkt zuzulaufen. So, hier ist jetzt dieser Moment, wo wir das dann erfolgreich gemacht haben. Der Pass kann eigentlich nicht mehr gespielt werden. Gegner hat auch abgebrochen, versucht jetzt hier so ein bisschen eine andere Möglichkeit zu finden. Findet sie dann auch, indem man ein bisschen dribbelt und wieder den Pass nach hinten spielt.
Und jetzt ist unsere Aufgabe natürlich, in dem Fall auch wieder die Mitte möglichst zuzumachen. Deswegen versuche ich jetzt hier mit Semedo den inneren Weg von Neymar zuzumachen, dass er halt nicht in die Mitte dribbeln kann, beziehungsweise nicht unbedingt den Pass auf Ronaldo spielen kann. Und wir lenken den Angriff wieder nach außen gegen Mbappé, versuchen hier nur erstmal die Grundlinie zuzumachen. Machen das auch, dann lasse ich hier ein bisschen zu viel Platz, deshalb kann er auch wieder in die Mitte spielen, was jetzt nicht unbedingt der Plan natürlich ist, weil das wollen wir natürlich gerade verhindern, wenn wir den Gegner auf außen haben, aber man kann es natürlich nicht in jedem Angriff perfekt verteidigen. Und dann haben wir hier die Situation, dass er trotzdem jetzt mit Zidane nicht mehr weiter in die Mitte erstmal passen kann, das heißt, ihm bleiben eigentlich nur noch die Möglichkeit, entweder außen lang zu laufen, was wir ihm natürlich anbieten, oder halt wieder komplett abzudrehen. Und er entscheidet sich dafür, außen lang zu laufen und dann müssen wir natürlich rechtzeitig den Spieler anwählen und ja, dann auch am Start sein und das Tackling suchen, bevor er weitere Möglichkeiten hat, in die Mitte zu ziehen. Und dann schauen wir uns noch eine dritte und damit auch letzte Szene an, hier zur kompakten Defensive. Hier haben wir einen Einwurf für den Gegner, auf CR7 ausgeführt. Man sieht auch hier wieder, dass wir unsere Viererkette eigentlich ziemlich gut sortiert haben. Die zwei Sechser sind davor mit Rüllet und Sanchez in dem Fall. Trotzdem schafft der Gegner es jetzt hier, diesen Pass auf Mbappé zu bringen. Mbappé ist halt von vier Gegenspielern umringt, deshalb bleibt ihm da nichts anderes übrig, außer den Ball sofort weiterzuspielen. Wenn er den hier annimmt, dann ist der Ball natürlich sofort weg. Macht er auch. Ganz wichtig, was man dann natürlich erkennen muss, ist weiterhin in solchen Situationen den erneuten Pass zum Stürmer zu unterbinden. Man kann nämlich jetzt gut erkennen, wie der Mbappé oben jetzt in die Lücke reinstarten wird und zwischen dem Rechtsverteidiger und dem rechten IV ist natürlich sehr viel Platz. Das sollte man dann im Idealfall schnell erkennen, was ich dann hier mit Rüllet mache und stelle diesen Passweg einfach zu, verfolge den Stürmer, dass er ihn hier nicht anspielen kann. Denn aus der Position, dass Atal jetzt hier direkt draufschießt, ist relativ unwahrscheinlich, ja, dass er das zum einen macht und zum zweiten, dass der Ball nämlich dann auch reingeht. Nachdem wir den Laufweg dann verteidigt abgewehrt haben von Mbappé, üben wir wieder ein bisschen mehr Druck auf aus dem ballführenden Spieler. Ihm bleibt dann nichts anderes übrig, als hier so ein bisschen über die Außen zu gehen. Und dann müssen wir halt mit Varane, mit dem Innenverteidiger da sein, wenn der Gegner versucht, über Außen irgendwie dann durchzukommen. Ein Abschluss hier in der Position, ja, war eigentlich nahezu unmöglich. Wir können uns das hier nochmal anschauen. Aus dem Winkel kannst du noch nicht wirklich schießen, deswegen der Gegner hat hier noch versucht, dann wahrscheinlich irgendwie den Querpass zu finden. Und da müssen wir dann mit dem Verteidiger halt einfach nah genug dran sein. So viel zum Thema kompakte Defensive, halten wir fest, man sollte auf jeden Fall geduldig sein. Natürlich wird man mit der Taktik ein bisschen weniger Ballbesitz haben, sondern wird sich mehr darum kümmern, ja, einfach die Kompaktheit in der Mannschaft zu halten. Man muss versuchen, die Mitte zuzumachen mit seinen Sechsern und den Innenverteidigern muss man versuchen, einfach diesen Passweg auf den gegnerischen Stürmer zu unterbinden. Einfach versuchen, den Gegner dann nach außen zu lenken und dort die Bälle zu erobern. Dann kommen wir, wie bereits angekündigt, zur zweiten Variante, wie man verteidigen kann. Und zwar ist diese ein bisschen risikoreicher, nämlich mit Teampressing. Das bedeutet, wir wollen ganz vorne drauf gehen und den Gegner schon beim Spielaufbau unter Druck setzen. Dafür kann ich die 4-4-2-Formation empfehlen, die ich dafür immer benutze. Einfach aus dem Grund, weil wir zwei Stürmer haben, die beide Innenverteidiger zustellen. Wir haben unsere Flügel, die den Links- und Rechtsverteidiger zustellen. Das Doppelmittelfeld, also das Doppel-ZM sozusagen, die in der Mitte die ganzen Laufwege und Passwege zumachen. Damit kann man den Gegner auf jeden Fall sehr gut unter Druck setzen mit der Einstellung Teampressing, die in-game ist. Nämlich können wir jetzt hier bei unserer Beispielszene sehen, wie man das Ganze aktiviert. Dazu muss man nämlich einfach beim Steuerkreuz die untere Pfeiltaste drücken und dann nach links. Dann sehen wir hier den grünen Balken, der dann leuchtet. Es ist neu in diesem Jahr, dass man Teampressing nicht 90 Minuten durchspielen kann, sondern man hat immer eine gewisse Zeit, wo man das benutzen kann. Das soll dieser Balken darstellen, der nach und nach quasi abnimmt zu einem Halbkreis und irgendwann natürlich gar nichts mehr. Und wenn man das Ganze deaktiviert hat, lädt sich das im Spiel auch wieder auf. Das heißt, man sollte das natürlich dann nur anhaben, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Ja, man muss es relativ häufig switchen. So mache ich es zum Beispiel immer, wenn ich den Ball erobert habe, stelle ich das Ganze dann wieder aus. Und wenn ich dann wieder pressen möchte, stelle ich das Ganze wieder manuell an. Also spielt man da ganz schön häufig aktuell in FIFA 21 mit dem Steuerkreuz rum und stellt da die ganze Zeit die Sachen um. Was hat das Ganze für Auswirkungen? Das können wir dann hier in der Szene auch direkt sehen. Das Team rennt wie verrückt nach vorne und jeder Spieler hat quasi einen festen Gegner. Also auf dem ganzen Spielfeld herrschen dann nur noch 1 gegen 1 Situationen, wodurch der Gegner natürlich dann gezwungen ist, entweder den Ball lang zu schlagen oder ja irgendwie ins Dribbling zu gehen, weil er dann keine Passoptionen mehr hat, weil wie gesagt einfach alles zugestellt ist durch die 1 gegen 1 Situation. Die Szene geht extra ein bisschen länger. Wir haben jetzt hier schon mal fast die erste Balleroberung, auch hier können wir dann im zweiten Versuch den Ball nehmen. Es soll jetzt nicht darum gehen, wie ich natürlich nach vorne spiele. Das Ganze ist nicht so optimal gelaufen, sondern ganz eher soll es darum gehen, was jetzt passiert, wenn wir den Ball verlieren. Und man sieht, wie von hinten jetzt ein Vieira schon auf den Ball für den Spieler draufläuft. Der Rüllet ist auf jeden Fall auf dem Weg nach vorne.
sprintet direkt durch. Die ganzen vier Offensivspieler, die wir haben, also die zwei Stürmer und die Flügel, ja, decken eigentlich die komplette Viererkette, dass auch dort der Pass einfach nicht möglich ist. Und der Gegner, ja, hat keine andere Option mehr, außer halt hier diesen Ball zu verlieren an Hüllet. Genauso geht es natürlich nach dem zweiten Ballverlust auch weiter. Er spielt wieder nach hinten, keine Möglichkeiten kurz zu spielen und dann bleibt ihm nichts anderes übrig, außer der lange Ball. Und dann können wir letztendlich auch hier den Ball wieder direkt erobern. Ist natürlich riskant. Wir haben überall auf dem Platz, wie gesagt, 1 gegen 1 Situation. Das bedeutet natürlich auch, in der Innenverteidigung haben wir auch 1 gegen 1 Situation, sollte der Gegner mit zwei Spitzen spielen. Und ja, wenn dann mal so ein langer Ball durchkommt, kann das natürlich auch schnell mal schief gehen. Aber ihr seht, dass man relativ schnell dann trotzdem auch den Ball wieder erobern kann. Und vor allem auch tief in der gegnerischen Hälfte. Das heißt, der Weg zum gegnerischen Tor ist dann auch nicht mehr so lang. Meistens hat man dann sogar schon Ballgewinne, dass man sogar schon fast durch ist, muss man sagen. Oder nur noch an einem Verteidiger vorbei muss. Dann habe ich euch nochmal eine zweite Szene rausgesucht, wo das Ganze natürlich sehr ähnlich ist. Auch hier bin ich erstmal wieder im Ballbesitz. Dann kommt direkt der Ballverlust jetzt gleich. Unnötiger Fehlpass, aber Teampressing ist auch hier schon wieder aktiviert. Und dem Gegner bleibt jetzt gleich wieder nichts anderes übrig. Ja, außer versuchen, das Ding hier lang zu schlagen. Varane, keine wirklichen Anspielstationen. Man sieht, die Stürmer gehen direkt drauf. Selbst der Linksverteidiger Mendy deckt hier jetzt in dem Fall den gegnerischen Außenverteidiger. Also man spielt da wirklich sehr offensiv. Ja, und der lange Ball kommt. Und wir können ihn direkt hier erobern und haben den Ball direkt nach 2 Sekunden wieder zurück in unseren Reihen und können dann den nächsten Angriff fahren. Auch hier in diesem Angriff sieht man das wieder ganz deutlich. Ich versuche dann hier den, ja, etwas riskanteren Pass. Klappt leider nicht, aber das Team setzt direkt nach. Mbappé ist da, geht drauf. Cruyff, der schon mit hingeht, ist der Nächste, der sofort nachsetzt. Der Gegner hat kaum Überlegungen und Optionen, den Ball wieder kurz zu passen. Deswegen kommt wieder der lange Ball. Und da, ja, ist es ein leichtes für Varane, das Kopfballspiel gegen Neymar zu gewinnen. Und auch hier haben wir den Ball innerhalb von 3-4 Sekunden, würde ich schätzen, in unseren Reihen wieder zurück und können wieder den nächsten Angriff machen. Das soll es soweit eigentlich erstmal gewesen sein. Natürlich steckt in dem Thema noch ein bisschen mehr drin, wie man jetzt genau verteidigt. Aber das sollten natürlich erstmal hier nur die ersten Tipps sein, was man denn überhaupt machen kann, was die Grundvoraussetzungen sind. Zum Verteidigen gehört natürlich auch ganz, ganz viel Erfahrung, Antizipation mit dazu, was man natürlich nur lernt, wenn man auch das Spiel viel spielt und was mit der Zeit dann einfach dazu kommt. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch mit den Tipps ein bisschen zumindest zum Start weiterhelfen kann. Wenn das so ist, dann lasst gerne den Daumen nach oben da. Ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal hier an unseren Partner Fanny Frisch, die das zusammen mit uns machen. Ansonsten lasst gerne ein Abo da auf diesem Kanal, um kein Video in Zukunft zu verpassen. Checkt die anderen Tutorials ab. Ich bin raus für heute. Haut rein. Ciao.